Was haben wir hier? Raketen-Napalm, noch mehr gutes Zeug. Okay, Raketen gehen an... Raketen? Bin ich blind? Hä? Ah, okay. Irgendwie konnte ich gerade nicht scrollen. Du. Dahin. Gewehrmunition ist okay. So. Wie viele Raketen hast du jetzt? 10. Notiz an selbst. Trantin darf ruhig ein paar Mal mit Raketen einfach rumballern. Wenn es ihm Spaß macht. Oh, was haben wir hier? Teleport-Kontrollpult. Kontrollpanel für den Teleporter. Ausschalten. Hä? Haben wir gerade den Kampf übersprungen? Oh, das wäre sehr schön. Da lang, da lang, da lang, da lang. Oh, warte mal. Ovid kriegt noch ein Pflaster. Also wir haben einen Teleporter deaktiviert. Das war kein Teleporter. Das waren diese Inkubi oder Sukubi oder was auch immer. Die standen da aber um so einen Sarkophag rum. Die wurden nicht rein teleportiert. Aber wir haben keinen Kampf. Ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay. Workstation. Matrix-Disk können hier eingesetzt werden, sobald die Stromversorgung steht. Die müssten stehen. Hast du eine Matrix-Disk? Ich glaube, so geht das nicht. Questzeug. Hand. Matrix-Disk. Bam. Dobrowski, zum Teufel, wie konnten Sie... Es würde zu lange dauern, das jetzt zu erklären. Wie Sie sehen, lebe ich noch, was ich Ihnen zu verdanken habe. Aber jetzt gibt es Wichtigeres zu klären. Zuerst müssen Sie mir etwas erklären. Wir haben Leute getroffen, denen sie Briefe geschrieben haben. Was war... Ich weiß, welche Fragen Ihnen auf den Lippen brennen. Und Sie werden sehr viele Dinge verstehen, sobald ich mit meinen Ausführungen fertig bin. Lassen Sie mich also bitte ausreden. Na gut. Also gut, wir sind ganz Ohr. Höchstwahrscheinlich wissen Sie schon, dass es in Russland eine Stadt namens Gorki 17 gegeben hat, die von der russischen Luftwaffe bombardiert und zerstört worden ist. Woher wussten Sie? Bitte. Gorki 17 wurde wegen eines russischen Experiments mit dem Codenamen Daschas Familie zerstört. Sinn dieses Experiments war die Bestätigung bahnbrechender Forschungen in hyperdimensionaler Physik und die Entwicklung eines Teleportationsgeräts, das diesem hier ganz ähnlich ist. Natürlich war es ein militärisches Projekt. Zunächst wurden Tiere erfolgreich teleportiert. Dann begann man, Menschen zu teleportieren. Alles war in Ordnung, aber nach 2 Wochen begannen die Testpersonen sich merkwürdig zu benehmen. Ihre Hautfarbe veränderte sich, sie bekamen Schmerzen und sie wurden äußerst aggressiv. Nach wenigen Tagen mutierten sie und wie Sie bereits gesehen haben, hatten sie danach nichts Menschliches mehr an sich. Aber die Wissenschaftler stoppten das Experiment nicht. Diejenigen Testpersonen, die nicht infolge ihrer schwerwiegenden organischen Veränderungen gestorben waren, wurden kaltblütig exekutiert. Dann nahm das Team einige Veränderungen am Teleporter vor und setzte das Experiment fort, als wäre nie etwas gewesen. Zeitdruck zwang die Forscher, diesmal ganz auf tierische Testobjekte zu verzichten. Also heuerte man für ein paar Kopeken unwissende Bettler und Straßenkinder aus der Umgebung als Versuchskaninchen an. Der modifizierte Teleporter erwies sich als noch effektiver, im übelsten Sinne. Jeder teleportierte Mensch mutierte quasi sofort. Und das Schlimmste daran, aus irgendeinem Grund verbreiteten sich die Mutationen wie eine Seuche. Es klingt unglaublich, aber scheinbar hat der Prozess der Teleportation ein Virus hervorgebracht, das wie ein Mutagen wirkt. Auch die Forscher, das Personal und die Soldaten, die gar nicht teleportiert worden waren, begannen zu mutieren. Alles geriet außer Kontrolle. Also beschloss man, die ganze Stadt zu zerstören. Alle wurden getötet, außer mir. Ich komme jetzt nicht mehr ganz mit. Was soll das heißen? Ich bin der einzige Überlebende der Katastrophe von Gorki 17. Ich war eine der Versuchspersonen bei diesem Experiment,
aber aus irgendeinem Grund wurde ich nicht infiziert. Man brachte mich hierher, um mich unter Quarantänebedingungen weiter zu studieren. Sie wollen Gorki überlebt haben? Hört sich sehr weit hergeholt an. Was für eine Rolle haben Sie hier gespielt? Nun, wie Sie sehen, ist das Experiment abermals gescheitert. Dieser Ort war sozusagen das Ersatzlabor, von den Russen nur CBL-2 genannt. Als hier alles evakuiert wurde und die Hölle auf Erden losbrach, haben sie mich als potenziellen Wirtskörper des Virus natürlich nicht mitgenommen. Sir, diese Geschichte erscheint mir mehr als dubios. Dobrowski, ich hoffe für Sie, dass Sie die Wahrheit sagen. Und jetzt glaubst du wohl, du hast dich unsterblich gemacht, du armer Ära. Aber so verstehen Sie doch. Ich glaube, wir können die Matrix-Disks dazu benutzen, den Mutationsprozess umzukehren. Aber warum haben Sie uns das nicht schon vorher gesagt? Warum sind Sie weggerannt? Ich hatte Angst. Es sind zu viele verschiedene Parteien involviert. Ich wusste nicht, ob ich ihnen trauen kann. Jetzt weiß ich es. Wir können all diese Leute retten. Sie haben recht, Dobrowski. Hier haben einige Leute die Finger im Spiel. Und ich habe mittlerweile ein großes Problem damit, noch irgendjemandem zu vertrauen. Aber gut, wir setzen Ihren Plan in die Tat um. Doch eines sage ich Ihnen. Keine faulen Tricks oder wir jagen Ihnen, ohne mit der Wimper zu zucken, eine Kugel in den Kopf. Das ist doch absolut idiotisch. Woher wissen wir, dass diese Disks uns nicht ins Jenseits befördern, ne? Von der ersten Minute an habe ich gleich gewusst, dass dieser Kerl uns nur Ärger bringen würde. Und ich hatte recht. Seien Sie still, Ovitch. Mal sehen, ob die Matrix-Disks noch funktionieren. Komm schon, das gibt's doch gar nicht. Es passiert nichts. Sind ja auch nur Festplatten, da muss er erst was damit machen. Finger weg von der Apparatur, Sullivan. General Lamere, was machen Sie denn hier? Tut mir leid, Sir, aber das kann ich nicht tun. Die Welt will wissen, was hier geschehen ist. Und jetzt weg von der Maschine. Nein, ich habe eine Menge Fragen an Sie, Sir. Vielleicht können Sie mir ja sagen, warum NATO-Soldaten den Befehl hatten, uns umzubringen. Sie wissen nicht alles. Die Situation ist viel komplexer, als Sie denken. Manchmal muss man sich eben für das kleinere Übel entscheiden. Und manchmal ist es nötig, 3 Leben zu opfern, um Millionen anderer zu retten. Ich dachte, wir wären auf derselben Seite. Dieses Ding hier schert sich einen Dreck um Seiten. Es ist jenseits von Gut und Böse. Die Sache ist etwas außer Kontrolle geraten. Group 3 hätte Sie und Ihre Männer ausschalten sollen. Aber sie hat versagt. Captain Sullivan, für Ihren außergewöhnlichen Mut und Ihre Entschlossenheit werden Sie mit der Ehrenmedaille für Gefallene ausgezeichnet werden. Ach, wirklich? Soll ich Ihnen mal zeigen, wo Sie sich Ihre Ehrenmedaille hinstecken können? Erschießt sie! Ein Plothole jagt den Nächsten, echt? Später. Erstmal töten. Wir frieren unseren Chef ein. Also den Chef vom Chef. Oder wir verbrennen die Jungs da hinten. Können wir an ihm... Warte mal. Naja, wir können nicht hinter ihn schießen, das ist doof. Flammenwerfer? Nein. Ach, du hast doch keine Stickstoffkanone, ne? Ja gut, dann blitzdingsen wir die alle mal. Komm schon. Bam. Okay. Es ging schneller als erwartet. Es tut sich nichts. Sollten die Disks nicht irgendwas bewirken? Sie sind ein Vollidiot, Sullivan. Sie sind auf Dobrowskis Tarnung hereingefallen. Er ist nicht der, der er vorgibt zu sein. Dobrowski, wovon redet er da? Warum funktionieren die Disks nicht? Captain, schenken Sie seinem Geschwätz keine Aufmerksamkeit. Vielleicht brauchen die Disks etwas Zeit. Es wird funktionieren. Dieser Mann hat versucht, uns alle umzubringen.
Ich bin mir sicher, dass er mit Kossow und seinen Spießgesellen unter einer Decke steckt, die mich gepeinigt und diese Hybriden hervorgebracht haben. Warum töten wir ihn nicht hier und jetzt? Wir kennen doch diese Aasgeier an den Schalthebeln der Macht. Die sitzen in ihren Elfenbeintürmen und denken unentwegt darüber nach, wie sie uns, das gemeine Volk, manipulieren und für ihre Zwecke benutzen können. Sie kennen meine Geschichte. Ich bin unschuldig. Er ist hier der Mörder. Jetzt haben wir die Gelegenheit, diesem selbstherrlichen Halbgott zu zeigen, wie es ist, am anderen Ende der Hackordnung zu stehen. Hören Sie nicht auf ihn, Sal, wenn er lügt. Er war Kosovs rechte Hand und hat sie nur dazu benutzt, in das Labor zu kommen. Alleine hätte er das nicht geschafft. Halt's Maul, du Hurensohn, oder ich bringe dich um. Dobrowski, rühren Sie sich nicht von der Stelle. Also gut, was soll's? Es stimmt. Sie haben mich ans Ziel gebracht. Sie haben das Labor gefunden. Sehen Sie, die Disks funktionieren. Macht ist ein so schönes Spielzeug. Schluss jetzt. Ich nehme Sie fest. Zurück. Sterbt. Okay. Dobrowski? Dieses Vieh ist Dobrowski? Es ist hinter La Mer her. Vergesst den General. Er hat versucht, uns zu beseitigen, Sir. Immerhin ist er ein Mensch. Bewegung, Bewegung! Das ist völlig durch. Er ist ein General. Er bewegt Schachfiguren auf einem Brett. Die Jungs müssen nur das machen, was er sagt, solange das, was er tut, einigermaßen Sinn macht. Und das hat es bisher. Egal. Wir töten jetzt mutierter Dobrowski. 500. Wie weit kommst du? Du kommst bis da. Und geh mal da hin. Guck nach da. Und verteidige dich erstmal. Du gehst mal dahin. Und probierst diese neue Energiewaffe. Was? Oh. Okay. Du verteidigst dich hier. Du bleibst hier stehen. Oh, Raketenwerfer. Naja, du gehst mal einen Schritt vor. Bam. 30 Schaden. Gehst wieder nach hinten, gehst wieder nach hinten. Guckst nach da. So, was machst du? Du hast eine Nahkampfattacke. Oh, du betäubst. Das ist nicht schön. Hä? Betäubt und vergiftet. Das ist eine garstige Kombo. Okay. Du schießt. Du gehst erstmal zu seiner Seite. Und zwar nah ran, dass diese komische Attacke nicht funktioniert. Und dann probierst du mal Betäubung aus. Auch wenn das ganz schön peinlich wäre bei dem Endboss. Betäubungsfall. Betäubt. Okay. Kannst du noch zur Seite gehen? Nö. Okay, dann schieß nicht mit dem Raketenwerfer. Sondern eigentlich dahin und ihn enttäuben. Aber das klappt ja nicht so wirklich. Ja, geh dahin. Schieß auf ihn. Oh. Zu Ende. Ja, 10 Schaden. 10 Schaden ist völlig okay. Du gehst dahin und probierst jetzt mal die Stickstoffkanone. Nee, ich würde sie lieber anzünden und betäuben. Du Flammenwerfer. Ja, kein Betäubungsschutz, kein Feuerschutz. Du wirst sowas von untergehen. Du Dacker-Dackerst einfach auf den. Obwohl, warte mal. Es ist höchstwahrscheinlich der Endkampf, also können wir Ressourcen verbrauchen, wie wir wollen. Raketenwerfer in die Seite? Triffst dich selber. Das ist nicht gut. Nö. Okay. Let's see.